Ach, das ist immer so schön, wenn Sie beide hier sind und wir einen gemütlichen Männerabend machen können. Nicht wahr? Das finde ich auch. Oder können Sie sich noch an die Feier vom letzten Wochenende erinnern, auf der wir beide waren? Oh je, erinnern Sie mich bloß nicht daran. Wieso? Was war denn da? Also, jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Erzähl doch mal bitte, was war? Guten Tag zusammen. Oh, eine Männerrunde? Wie schön. Hallo, setzen Sie sich doch auch zu uns, wenn Sie wollen. Sie sind doch schließlich auch ein Mann. Na, so ein richtiger Mann ist er ja nicht. Schließlich ist er schwul. Und was noch schlimmer ist, er ist ein Kommunist. Also, ich habe ja nichts gegen schwule Kommunisten. Und ich habe nichts gegen kommunistische Schwule. Außerdem ist er Ihr Enkelsohn. Ist ja schon gut. Und ja, eigentlich ist er ja ganz in Ordnung. So, jetzt erzählen Sie endlich mal, was letztes Wochenende auf der Feier war. Na also gut. Eigentlich war die Party ja richtig gut. Aber ich habe viel zu viel gesoffen. So blau wie an dem Abend war ich schon lange nicht mehr. Und reich waren die Gastgeber. Die hatten sogar ein goldenes Klo. Ein goldenes Klo? Du hast doch eine Meise. Also, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Nein, die hatten wirklich ein goldenes Klo. Das weiß ich noch ganz genau. Frag doch Herrn Hubertus, wenn ihr mir nicht glaubt. Also, ich will ja jetzt kein Drecksack sein, aber ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Ich hatte schließlich auch nicht gerade wenig getrunken. Wisst ihr was? Herr Lerch und ich gehen jetzt gleich einfach zu dem Haus und fragen bei den Gastgebern nochmal nach. Und wenn wir wieder zurück sind, kann euch Herr Lerch bestätigen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Eine prima Idee, so machen wir das. Und wir warten so lange hier. Genau. Dann bis gleich. Bis gleich. Hallo zusammen. Oh, wo sind denn Herr Lerch und Herbert? Die sind noch mal losgegangen, um eine lustige Geschichte zu überprüfen. Die sind aber gleich wieder da. Alles klar. Na, zumindest ist er jetzt an der frischen Luft. Das wird ihm gut tun. Erst heute Morgen war er kurz in der Küche und rief plötzlich: Inge, komm mal schnell. Ich komme bei diesem Puzzle nicht weiter, viel zu viele Puzzleteile. Da habe ich ihn gefragt, was denn auf der Packung sei. Dann meinte er zu mir: ein roter Hahn. Da sagte ich dann zu Herbert: gut, dann pack die Cornflakes-Packung wieder ein. Das ist typisch Ihr Mann. Och Oma, du tust gerade so, als ob Opa dumm wäre. Dabei bin ich absolut davon überzeugt, dass ich meine Intelligenz von Opa geerbt habe. Das glaube ich, ich habe meine nämlich noch. Ach, Frau Nieberts, haben Sie Ihrem Mann eigentlich verraten, dass ich ihm zu seinem Geburtstag eine Flasche Wein gekauft habe? Nein, wie versprochen, habe ich es für mich behalten. Wieso? Weil ich den Wein leider selber getrunken habe. Boah, wie weit ist es denn noch? Also, ich kann gleich nicht mehr. Die Strecke müssen wir auch noch zurücklaufen. Keine Sorge, da drüben die große Villa, da war die Feier. Ah, schauen Sie mal, die Straße ist frei. Lassen Sie uns schnell rübergehen. Sie sind ja wohl wahnsinnig, was?
können Sie nicht besser aufpassen? Ich hatte Vorfahrt. Ey Mann, halt's Maul, du mit deinem scheiß Astra und verpiss dich. Guten Tag, meine Herren. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Tag, die Dame. Ein Nachbar von mir und ich waren letzte Woche auf einer Feier. Wir hatten sehr viel getrunken und mein anderer Nachbar hier wollte mir nicht glauben, dass sie hier bei sich zu Hause ein goldenes Klo haben. Hermann! Komm mal raus! Hier ist das Schwein, das letzte Woche in deine Posaune geschissen hat!